Herzlich willkommen zum Kamingespräch, einem neuen Format, an dem ich immer mit einem Freund, einer Freundin, einem politischen Wegbegleiter, einer politischen Wegbegleiterin ein kleines Gespräch führe darüber, wie wir uns kennengelernt haben, was uns in die Politik geführt hat und wo wir auch die großen Zukunftsorientierungen sehen. An meiner Seite ist heute Maria Patzer, die ich von wirklich Anbeginn der Parteitätigkeit kenne. Das muss man sagen. Welche Erinnerung hast du daran, mich kennenzulernen? Ja, also wir sind uns persönlich begegnet 2014. Und zwar haben wir uns bei der Landtagswahl beide vorgestellt. Ich mit meinem Thema Bildung und du auch mit deinem Thema, das so in diese Richtung ging, auch Menschen und Soziales. Und ich hatte dich dann angesprochen, damals gab es schon die Landesfachausschüsse Bildung. Ich war da von Anfang an dabei, seit 2013, ob du nicht Lust hast, bei uns mitzuarbeiten. Und du hast sofort Ja gesagt und hast dann auch ja anschließend oft bei uns teilgenommen. Das war so unser erstes Kennenlernen. Das stimmt. Und dann lag ja auch gleich die Aufgabe vor uns für die Landtagswahl 2014, das Programm mitzuerstellen. Damals noch mit völlig anderen Vorzeichen, völlig anderen Leuten, als sie heute in der Partei sind. Aber ja, gewisse Leute aus der ersten Stunde gibt es ja dennoch. Ja, genau. Also ich gehöre definitiv dazu. Ich bin 2013 Dr. Gauland begegnet, in Wuschewe damals. Und da ging es ja noch vorrangig bei der Partei um den Euro. Großes Einstiegsthema. Aber mir brannte damals unter den Nägeln die Bildung, weil ich ja aus der Bildung komme. Ich war 35 Jahre lang Lehrerin, Grundschullehrerin im Ostteil und später 15 Jahre Neukölln, also im Westteil. Kann da also gut mitreden und bin 2010 aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden und habe mich aber dann sofort entschieden und habe gesagt, ich gebe noch mal meine ganze Kraft rein kopfmäßig, was ich habe und an Erfahrung weiter. Und da kam eigentlich für mich nur noch das ganz Große in Frage, nämlich eine Partei. Denn eine Partei kann etwas erwirken. Ich, kleine Frau, das geht schlecht. Und da hat sich gerade die AfD gegründet und ich dachte, also da kann ich mich einbringen und ich gebe, ich sag mal jetzt Gesicht und Namen einer Partei und meine Erfahrung. Und habe dann daraufhin Dr. Gauland angesprochen. Und er hat mir auch zugehört. Ich sage, euch fehlt noch die Bildung. Das Aushängeschild einer Partei ist Bildung. Und wir haben jetzt heute gerade gesehen, Soziales. Und da hat er mir gesagt, ja, es werden sich die Landesfachausschüsse gründen. Und ich solle doch dann im Landesfachausschuss Bildung mitarbeiten. Und insofern arbeite ich wirklich jetzt seit 2013 im Landesfachausschuss Bildung. Ja, und bin gestern als Vorsitzende dort gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch. Und der Lehrerberuf verbindet uns ja auch wirklich. Ich war ja selbst auch Lehrer vor der Abgeordnetentätigkeit, bin es auch mit ganzem Herzen. Und ja, das Lehrertum, die Bildungsfragen, aber auch christliche Aspekte verbinden uns. Genau, wir beide sind ja Christen in der AfD. Ich denke, was vielleicht auch viele Bürger nicht wissen, die Partei untergliedert sich ja. Wir haben Russlanddeutsche in der AfD, wir haben aber auch Juden in der AfD. Da gab es auch eine sehr gute Veranstaltung schon zum zweiten Mal. Und dann die Christen in der AfD. Und die machen eine hervorragende Arbeit. Und da arbeite ich jetzt ja mit meinem Mann schon seit mehreren Jahren und auch mit dir. Wir haben ja schon Vorträge zusammen ausgearbeitet, gemeinsam. Ja, alles im Sinne der AfD. So ist es. Und gerade wenn wir uns ja die großen Politikbereiche angucken, auf die wir vielleicht auch aus einer christlichen Perspektive wirken müssen, dann erkennen wir ja doch auch einen gewissen Wandel der Hauptthemen, auch wenn die Themen, die mal modern waren und heute nicht mehr diskutiert werden, nach wie vor eine Relevanz haben. Ich sage nur das Thema Euro, das mich in die Partei gebracht hatte, damals über einen Talkshow-Auftritt von Lucke tatsächlich noch, das natürlich nach wie vor relevant ist, denn die Währung funktioniert überhaupt nicht besser als noch vor 7 Jahren. Sie funktioniert schlechter als noch vor 7 Jahren. Und dann kam ja das große Thema Migration, illegale Migration. Ein Thema, das 2015, 16 ganz groß auf der Tagesordnung stand, aber das natürlich heute auch noch sehr negative Folgen hat für Deutschland, kultureller Natur,
aber auch finanzieller Natur, gesellschaftlicher Natur, große Verwerfungen erzeugt hat, wo man auch wirklich sagen muss, Merkel hat unser Land gespalten. Sie war es, die unser Land auseinandergetrieben hat. Und dann gab es 2017 den Einzug der AfD in den Bundestag. Wir haben seitdem natürlich auch diese Themen weiterverfolgt. Dann kamen diese ganzen Klimadebatten plötzlich und schließlich jetzt Corona, also diese Virusdebatte. Was war für dich eigentlich das einschneidendste oder das ja am meisten nachhallende Thema? Ja, also ich sag mal, allgemein habe ich ja meinen Fokus immer auf die Bildung gelegt. Ja, und ich habe immer hingeschaut, was geschieht. Das Aushängeschild eines Landes ist die Bildung. Ich hatte vorhin gesagt, das Geld in Kindern angelegt, die allerhöchsten Früchte trägt. Und das vermisse ich bei dieser Regierung. Und wenn ich nur unser Land Brandenburg angucke, an welcher Stelle wir sind, das ist beschämend, ja, und Kinder sind unsere Zukunft. Und das habe ich mir eigentlich so auf die Fahne geschrieben, habe gesagt, da möchte ich noch mal ganz aktiv etwas machen und mit dazu beitragen, dass wir auf diesem Gebiet vorwärts kommen. Es ist ja tatsächlich so, dass sehr wenige Leistung mittlerweile von den Kindern eingefordert wird, die Lehrpläne umgestaltet werden, eher zum Schlechteren, denn zum Besseren. Es wird von Faktenwissen, von Anwendung des Faktenwissens, von Kreativität, von wirklich profunder Bildung weggegangen, hin zu letztendlich einer relativ flachen Aneignung von Ideologie, gerade wenn man sich Geschichte als Fach anschaut oder ähnliche Prozesse. Und wir sehen einfach eine komplette Abnahme der Bildungsleistungen in unseren Schulen, gerade in Brandenburg. Ja, das ist richtig. Und das war gestern auch ein Thema, als wir uns getroffen haben, dass die Richtlinien sehr unterschiedlich sind. Jeder handhabt das anders. Also das vermissen wir richtig doll, dass wir keine einheitlichen Richtlinien haben. Aber auch die Bewertungsmaßstäbe, die du gerade angesprochen hast, die können schon in der Schule unterschiedlich sein, aber auch von Schule zu Schule. Und man merkt das gerade am Gymnasium, wo die Anforderungen doch runtergefahren wurden. Und das wollen wir nicht. Also das kam auch gestern in unserem Ausschuss wirklich zum Tragen, wo es hieß, das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich ein richtig tolles Abitur. Und andere Länder machen es uns ja vor. Zumal ja die wenigsten Fehler tatsächlich in einem System liegen, sondern im Prinzip viel auf die Unterrichtsqualität ankommt, auf das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler, auf wir hatten bereits den Begriff Leistung. Wie viel Leistung wird erwartet? Wie authentisch wird ein Stoff vermittelt? Und welcher Stoff wird vermittelt? Also es gibt eigentlich gar nicht mal so sehr die Systemdiskussion, die so relevant ist für die Unterrichtsqualität und für dann die tatsächliche Leistungserbringung der Schüler. Denn tatsächlich den Fokus auf den Klassenraum und das, was darin passiert. Und was können wir gerade in Brandenburg tun, dass hier nochmal eine andere Kultur des Unterrichtens und der Leistung in die Schulen kommt? Ja, das ist ja, was ich schon gesagt habe. Erstmal, wir brauchen kleine Klassen. Das ist natürlich schwierig zu handhaben. Aber das ist, denke ich, sollte auch unser Ziel sein, unsere Vision, die wir als AfD geben, dass wir kleine Klassen haben. Und also ich habe jetzt gestern gehört, Abiturklassen, Gymnasium, 32 Schüler. Also da bleibt der Einzelne einfach auf der Strecke. Ja, also wenn weniger Kinder in der Klasse sind, dann lernt das einzelne Kind auch mehr und es kann auch das einzelne Kind eingegangen werden. Und ich weiß, dass meine Schüler sich oft zu Hause bei ihren Eltern beschwert haben und gesagt haben, ja, ich bin nicht ein einziges Mal drangekommen bei Frau Patzer, was gar nicht gestimmt hat. Aber bei den vielen, die du immer dran nimmst, ist er vielleicht zweimal wirklich drangekommen, aber das zählte nicht. Mhm. Aber in kleinen Gruppen, da geschieht viel mehr. Ja, und da muss man sagen, da sollten wir hin, wirklich in dieser Altersgruppe und auch später auf die Individualität des Kindes einzugehen. Richtig. Und vor allem haben ja die Kinder auch das Bedürfnis, sich aktiv zu beteiligen. Wenn sie da nicht reinkommen, wenn sie das Gefühl haben, sie sind einfach nicht dabei, sie werden nicht mitgenommen, dann schalten sie auch schnell ab und haben auch kein Interesse mehr. Ne? Der Unterricht ist einfach interaktiv im wahrsten Sinne des Wortes und man erarbeitet ja gemeinsam das Wissen. Es wird ja nicht von A nach B implementiert, sondern es wird im wahrsten Sinne des Wortes gemeinsam erarbeitet.
Genau. Und es wird ja auch mal verwerflich, die DDR hat ja viel Frontalunterricht gemacht. Deswegen haben die Kinder auch viel gelernt. Wir sind dann davon abgewichen. Wir haben neue Methoden dazu gelernt. Wir haben Gruppenunterricht, Partnerunterricht. Und man muss aber auch sagen, manchmal hat auch dieser Frontalunterricht, wenn wir alle zuhören, einem Thema, einer Einführung, seine Berechtigung. Und dann gehen wir in die Einzelarbeit. Also es gibt nicht das ideale Verhältnis, sondern man muss immer gucken, wo nütze ich jetzt dem Kind, wo ist es dem Stoff dienlich, wie kann ich das am besten an das Kind heranbringen? Richtig. Und wir wünschen den Lehrern da viel Erfolg, dass das Genau. auch in Corona-Zeiten gut gelingt. Ja, Christen in der AfD war auch kurz ein Thema. Was sind für dich so die großen christlichen Herausforderungen in der Politik der heutigen Zeit? Ja, die christlichen Herausforderungen sind Menschlichkeit. Ja, also ich sage mal, eine Politik mit dem Kopf. Die hatten wir und strategisch, was geht, was kostet was. Nein, das können wir nicht machen in die Schulen, weil es einfach Geld kostet oder zu viel kostet. Das geht nicht. Da darf man nicht sparen, sondern man muss es mit dem Herzen machen. Und wenn ich mit dem Herzen Politik mache, dann habe ich eine ganz andere Politik und erreiche den Menschen, nämlich in seiner Ganzheit. Und das ist das, was wir Christen uns eben, ja, das sind wir eben, ja. Und wir sind da eine große Gemeinschaft, muss ich sagen, die eben auch sehr viel macht, die auch sehr viele Themen sich annimmt. Wir beide haben ja schon ein Thema gestaltet auf einer Seminarfahrt. Da ging es auch um Bildung und diese Dinge. Und da haben wir beide gemeinsam gearbeitet. Ich mehr aus dem Grundschulbereich, du mehr, was du aus dem Ausland, Amerika und Frankreich, konntest du einbringen. Also auch mal über den Tellerrand gucken und sagen, was machen die gut? Warum funktioniert das? Was funktioniert in anderen Ländern besser? Und wo können wir uns verbessern? Also immer mit dem Ziel, dem Kind das gut zu tun. Ja, und Menschlichkeit ist in der heutigen Zeit sowieso ein Wert, der auf der einen Seite vielen abgegangen ist und auf der anderen Seite aber auch missbraucht wird für vieles. Wenn wir uns diese gesamten Flüchtlingsdebatten anschauen, wo Menschlichkeit gefordert wird gegenüber tatsächlich einem Influx von Menschen, die selbst diese Menschlichkeit oder auch einen Anstand oder einen Respekt nicht entgegenbringen, dann führt uns das natürlich schon in Grenzregionen der Fragen, wo stehen wir mit Liebe deinen Nächsten oder inwiefern müssen wir eigentlich unsere Tradition, unseren Kulturkreis, auch unsere Religion verteidigen? Wenn wir uns dann gerade an Schulen Berichte ansehen, das war ja erst kürzlich in den Medien in Spandau beispielsweise, ein Grundschüler gesagt hat, es ist doch vollkommen in Ordnung, dass François Paty in Frankreich eben geköpft worden ist, weil er Thesen zum Propheten Mohammed aufgestellt hat, dann müssen wir uns schon fragen, welche Verschiebungen hier existieren, und welche Verpflichtung wir da gerade als Christen haben. Ja, also man muss eben auch gucken in den Schulen, das höre ich auch immer in Diskussionen und auch in unserem Landesfachausschuss, dass eben durch die Lehrer viel Politik reingetragen wird. Und ich erinnere mich an einen Unterricht, und den ich auch bei meinen Kollegen kennengelernt habe, der politikfrei war. Ich denke, da hat sich auch ein Wandel vollzogen, ja, dass Politik an die Kinder getragen wird. Und ich erwarte einfach, dass eine Schule neutral ist. Die hat eine Bildungsaufgabe. Und der muss sich gerecht werden. Und ich denke, da weichen wir gerade so ein bisschen weg von diesen Sachen. Allein schon die Schilder, die man manchmal sieht, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, wo, wenn man dann zum Beispiel weiter hineinguckt und recherchiert, steckt natürlich wieder ein linkes Aktionsbündnis für Aktion Demokratie oder was auch immer dahinter, was dann implizit eigentlich die AfD ablehnt. Ja, also insofern haben wir tatsächlich Anti-Haltungen, die in die Schule eingebracht worden sind, die ich auch schon oft gemerkt habe, wenn ich auf Podiumsdiskussionen in Schulen war, dass hier Elemente eingebracht worden sind, einer Gegenhaltung, einer Anti-Haltung, die an sich sehr betrüblich ist. Ja, und ich denke, dass das darf nicht sein. Also hieß es ja auch, die Religion soll nicht rein in die Schulen, das soll auch neutral sein, kann ich auch vollkommen unterstützen. Ich bin in der DDR groß geworden, da spielte das überhaupt keine Rolle. Wir sind am Nachmittag zur Christenlehre gegangen, ich bin auch konfirmiert worden, aber das fand alles außerhalb des Unterrichtes statt. Und aber es war auch zu DDR-Zeiten was Besonderes. Aber ich muss noch mal sagen, weil du gesagt hast, wir haben Flüchtlinge, wir haben Menschen, die zu uns kommen. Und wie gehen wir auch damit um?
Und ich habe das auch in Rehfelde, wo wir wohnen, erlebt. Da gab es eben auch ganz unterschiedlich die Menschen mit Kinderwagen und die freundlich geguckt haben. Und wenn man dann gesagt hat, guten Tag, wurde auch zurückgegrüßt. Es gab aber auch das Gegenteil, so wie, ja, guck mich nicht an. Ne? Also man hat ganz unterschiedlich die Menschen kennengelernt. Und eins muss uns eigentlich klar sein, wenn ich dann in ein Land komme, und so gut aufgenommen, wie wir das hier tun, muss man ja auch wirklich sagen, da sind wir richtig vorbildlich. Ja, dann dürfen wir aber auch erwarten, dass von diesen Menschen dann auch so etwas ausgeht wie Dankbarkeit. Ja. Ich bin dankbar, dass wir aufgenommen werden und dankbar für das warme Bett und dankbar, dass wir finanziell unterstützt werden und dankbar, dass ich vielleicht auch eines Tages dann wieder mit Erkenntnissen, vielleicht auch guten, aus Deutschland wieder zurückgehe. Denn das soll ja auch Ziel sein, dass man wieder das Land aufbaut. Und wenn ich an meine Eltern zurückdenke, die sind 1948 aus Ungarn gekommen und deutsch-ungarisch, da wurde ja damals aussortiert, da war es eigentlich ganz schnell klar, wir sind jetzt hier Deutsche, wir gehören zu Deutschland und wir sprechen Deutsch. Das heißt also, meine Eltern haben nur mit uns Deutsch gesprochen. Alleine sie beide untereinander, mal auch Ungarisch. Aber sie haben gesagt, wir leben hier in Deutschland und wir passen uns an, auch in der Kleidung, in der Art. Und wir sind jetzt deutsche Bürger. Ja, und das hat natürlich auch mir genutzt oder meinen Bruder. Wir sind hier total integriert worden. Für uns war dann das Heimatland unserer Eltern fremd. Ja, also Ungarn war dann uns fremd, obwohl ich sehr gute Beziehungen dazu habe. Aber ich bin hier geboren und sehe das als meine Heimat an. Und Heimat ist was ganz Wichtiges. Und das Heimatgefühl, das kann einem keiner nehmen. Und ich habe das bei meinen Eltern gemerkt, die waren in ihrem Heimatgefühl nicht hier angekommen. Die sind groß geworden, über 20 Jahre in ihrer Heimat. Und das war hier drin. Und ich sage immer, das war rot-weiß-grün. Ja. Ja. Und so sehe ich das eben auch bei vielen, die zu uns kommen. Die haben ein Heimatgefühl und sie finden sich auch ganz schnell, die eben zusammenpassen und pflegen auch ihre Kultur dann weiter. Ja, und das ist ihnen ganz wichtig. Ja. Und das verstehe ich auch komplett. Also ich, das kann ich eben auch komplett nachvollziehen. Andererseits muss man eben auch gucken und sagen, wenn ich hier bin, also ich habe ja in einer Schule gearbeitet, wo ganz hoher Migrationsanteil war, dann ist das eben so. Dann beginnt die Schule um 8 und dann muss ich auch da sein. Ja, und diesen Akt der Integration, dieses, ich versuche mal, mich woanders zu Hause zu fühlen, das kann man ja auch wirklich. Und da müssen wir auch als Gesellschaft erwarten, wir müssen natürlich auch gewisse Brücken bauen. Aber ich habe es ja selbst miterlebt, als jemand, der in den USA eine Zeit lang gelebt hat, als jemand, der in Frankreich eine Zeit lang gelebt hat. Es ist einfach eine Anforderung an einen selbst, zu sagen, ich lebe jetzt in diesem Land, ich möchte mich in dieses Land integrieren und ich möchte dort gar nicht auffallen als jemand, der aus Deutschland kommt oder so etwas. Und das ist eigentlich das, was wir an Migration und auch an Integration einfach erwarten können. Also wenn ich mir eine neue Heimat suche, dann sollte ich diese neue Heimat natürlich auch akzeptieren. Mhm. Und das ist ja etwas, was wir eigentlich auch als zentrales Bild in der AfD mit uns tragen. Ja, das ist in Ordnung, aber wir verlangen diese Identifikation mit dem Land, das uns wichtig ist, weil es unser einziges Land ist, in dem wir zu Hause sind. Wir können uns alle Länder der Welt als potenzielle andere Heimat eventuell aussuchen, wenn wir dorthin ziehen dürfen. Aber dann müssen wir uns anpassen. Und das Gleiche können wir von denen erwarten, die zu uns kommen und hier in diesem Land arbeiten möchten oder studieren möchten. Und ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt, sondern das ist ein Anspruch, den man wirklich haben darf. Ja, also ich muss sagen, also meine Erfahrung aus Neukölln war, und das war jetzt der Grundschulbereich, dass es, ich sag mal, viele gab, die sich wirklich angepasst haben. Ja, und es gab eben auch viele, die gearbeitet haben, aber auch viele nicht, ne, die auch keine Arbeit gefunden haben. Und das finde ich dann aber auch richtig traurig, die ihre Kinder in die Schule bringen und dann nach Hause gehen in eine kleine Wohnung und da gibt es das Fernsehen und weiter nichts. Mhm. Ja, eigentlich, das ist nicht erstrebenswert, ja. Und ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, das werden wir sehen, wie das alles weitergeht. Wir werden auf jeden Fall positiv weiterwirken. Wir werden jetzt auch vor Weihnachten sicherlich als Christen in der AfD nochmal Akzente setzen und dann in der Bildungspolitik auch schauen, dass wir weiterkommen. Wir sind ja relativ stark im Landtag vertreten. Dort gibt es auch regelmäßig Anträge zu bildungspolitischen und schulpolitischen Themen.
und diese natürlich bitte zu begleiten, vorzubereiten und zu gestalten. Auch die bildungspolitischen Anträge im Bundestag natürlich, wo ich im Ausschuss bin. Das ist eine spannende Aufgabe und ich glaube, die machen wir beide mit großer Freude gemeinsam weiter. Genau, und da will ich jetzt noch mal kurz was sagen, weil ich ja im Landesfachausschuss Bildung bin. Uns wurde gestern auch vorgetragen von Dennis Holoch die Anträge, eine ganze Mappe haben wir kennenlernen dürfen und haben uns da ein bisschen eingelesen. Und die sind auch hervorragend ausgearbeitet. Und was ich dann persönlich wirklich richtig traurig finde, ist, die werden alle abgelehnt. Mhm. Und die sind aber guten Inhalts. Und es kommt auch nicht so tragend, dass der Bürger weiß, Mensch, ich habe jetzt die Partei gewählt. Ich sag mal, ein Fünftel der Wähler hat auch einen Anspruch, hat auch die Hoffnung damit verbunden, wenn wir sie wählen, dann wird das und das gemacht, was im Landesprogramm steht. Und unser Landesprogramm ist wirklich hervorragend, auch was die Bildung betrifft. Ja, und dann wird das so ignoriert. Also man sieht uns, ich weiß nicht, als Feind, aber nicht als Mitarbeiter. Und es geht aber wieder zu Lasten der Kinder der Bürger. Und der letzte Antrag, der gestellt wurde von Dennis Holoch, war zur Handschrift. Also, dass man wieder mehr Handschrift macht. Also, das wird zurzeit richtig vernachlässigt in der Schule. Und wir wissen, mit einer Handschrift, mit einer schönen graphomotorischen Übungen und so weiter, prägt sich ja auch bei den Kindern etwas. Ne? Ich entwickle etwas, ich schreibe etwas mit meiner Hand, ich sehe ein Ergebnis. Und damit verknüpft sich ja auch wieder bei uns im Denken etwas. Das sind Prozesse, die wirklich, und er hat das auch hervorragend begründet, der Antrag wurde abgelehnt. Und da stimmt was nicht mehr in der Gesellschaft. Ja, also das macht es auch für die Politik dann, der AfD, bitter. Ja, und ich sage, ich ziehe meinen Hut davor und ihr seid da drin und ihr macht und arbeitet emsig diese Anträge aus. Eigentlich wissen sie ja schon vorher, dass sie abgelehnt werden und dennoch werden sie gestellt. Mhm. Und ich denke, da ist nochmal, das kann keine Zukunft haben, dieses Verhalten, auch nicht im Bundestag. Das kann und darf keine Zukunft haben. Man muss einfach damit leben, dass man eine Opposition hat. Die ist wichtig und die Opposition muss auch den richtigen Ton treffen. Den vermisse ich bei den anderen auch ganz gewaltig. Oh ja. Ja. Oder wenn ich im Bundestag sitze oder auch im Land mit dem Handy, das würde ich sowieso generell einsammeln. Und dann wird währenddessen der Herr Kleinwächter dort spricht, interessiert gar nicht. Dann ist das wirklich eine traurige Entwicklung in der Politik. Und die haben die Menschen nicht verdient. Und da, denke ich, müssen wir hin, dass wir da zusammenarbeiten. Und da muss auch ein Umdenken erfolgen, denn wir machen es für die Menschen. Ja. Und Deutschland hat einfach eine Politik verdient, die mit dem Herzen gemacht wird. Wir brauchen einen Austausch, aber nicht so, wie er zurzeit erfolgt, indem ich die Opposition komplett runtergeredet wird. Und man guckt nur, wo ist etwas zu tun, wo kann ich da entgegensteuern, wo können wir die AfD in die Enge treiben. Und dann sage ich immer, Leute, wovor habt ihr Angst? Wir haben so hervorragende Leute. Habt ihr vor diesen hervorragenden Leuten Angst? Habt ihr Angst, dass ihr euren Stuhl verliert oder euer Ruhekissen, wo ihr gerade drauf sitzt? Ja, dann wird eben mal ein Stuhl abgegeben. Aber dann gebe ich es doch für den Bürger ab, damit eine Politik erfolgen kann, die von dem abweicht, wie sie bisher geschehen ist. Und ein solches Denken ist viel zu wenig vertreten. Ja. Es wird nicht auf Konsens geguckt, es wird nicht auf den Willen der Bürger geguckt, es wird viel mit Konfrontation gearbeitet. Und ich glaube, dass das wirklich ein Mangel der demokratischen Auseinandersetzung in unserem Land ist, auf allen Ebenen dieser Wille zur Konfrontation statt zum Konsens. Andersherum müsste es sein. Maria, wir setzen auf Konsens, wir setzen auf Zusammenarbeit. Ich danke dir herzlich für dieses erste Kamingespräch. Genau, es war schön. Oh, das freut mich. Alles, alles Liebe, ja, komm gut nach Hause. Ich wünsche uns ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ich wünsche uns, dass der Segen von oben kommt, das sage ich als Christin, dass man auf die Menschen schaut und sagt, jetzt muss es weitergehen. Und ich hoffe, dass sich das für uns alle erfüllt. Und meine Gedanken sind alle bei den guten Seelen.